in Bollywood werden alle Filme synchronisiert. Also stellst du den Typ hinter das Licht und der steht einfach so da mit den Stangen und macht einen richtigen Mick auf die Schauspieler, was nachher getappt wird, oder? Mhm. Erster Take, irgendwie das Auto fährt und alles bewegt sich und der indische Tönler hat einen Tobsuchtsanfall bekommen, steht plötzlich die Kamera, alles schwenkt und das Einzige, was noch im Bild ist, ist der indische Tönler, der ganz allein auf der Straße steht mit dem Brumm und keinen Plan hat, was er machen muss. Ich stehe irgendwie auf und fange herumschreien und sage, what the fuck is going on? Was machst du dort? Ja, was machst du dort? Ja, weil du musst, du siehst, wenn alle Kameras sich bewegen, durch einen Schmidt, hat so die Autofahrt durch, die Leute steigen raus, die Kameras bewegen sich so, oder? Schiesst es natürlich, wenn du dort stehen bleibst, dann tönen den Töner ab und da in der Innenstadt, so ganz live der Landstraße mit dem Ton. Und dann ist ein Schweizer Töner zu mir und hat mir erklärt, dass das halt so sei, dass wir ihn jetzt instruieren müssen, wie das geht. Und er wüsste das nicht, dass der gut leidet, dass er keinen Plan hat, was er da mache. Aber den kannst du nicht brauchen. Wenn doch, der nur dazu da ist, einfach ein bisschen grob mitzuschneiden, was da geredet wird, weil es nachher eh nachsynchronisiert wird. Er hat es schon irgendwann begriffen, dass er mitlaufen muss. Das Technische hat er auch verstanden. Also ja, wie man den Ton gut aufzeichnet. Ah, das schon. Nur die Bewegung hat er nicht verstanden. Das ist ein bisschen wie ich und Fußball. Das Technische habe ich schon verstanden, dass mit der Bewegung ist einfach so. Schon gibt es eigentlich nicht im Fußball. Weißt du, die Tönler, die dann auf der Seitenlinie noch auf und runter rennen, damit man es besser versteht. Das wäre noch spannend. Es auch noch anstrengend. Kameras machen das? Mit dem Richtmik. Ja, dann möchte ich nur Kameras. Aber so, weißt du, richtig mitzäckeln mit so einem 5-Meter-Ding. Ich weiss nicht, die Kameras gar, die haben doch, glaube ich, zum Teil Ton drauf, nicht? Ja, man hört es ja mal schon. Ja. Also, sie haben ja auch Mikrofon auf der Seite, die ganze Seitlinie. Ja. Ja, schön ist ja, wenn gerade noch irgendwie ein Kameramann oder ein Tönler oder so einen noch irgendeinen rassistischen Spruch ins Spielfeld ruft und eben und dann hinter dem Mikrofon steht. Vom Kameraton oder vom Mikrofon dann aufgenommen. Passiert letztes Jahr oder sowas? Ja, schon passiert. St. Gallen. Aber das war, glaube ich, kein Tönler, oder? Ich keine Ahnung. Ich wollte niemanden diffamieren an dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Tun wir uns heute auch ein bisschen bewegen, dass der Urstacher ein bisschen in den Riesen kommt. Wenigstens da ein Rundlauf um den Tisch. Was wir garantiert nicht machen, das ist mit drei Stühlen. Standfußball. Sikora Gisler ist Standfußball. Ah, wirklich? Da ist die Mannschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10. Sowieso keine Ahnung. Wir sind zurück aus der Winterpause. Bei uns zu Gast der erfolgreichste Spielfilmregisseur der Schweiz und Fan von Lucien Favre, der Michael Stein. Er ist doch noch gekommen. Gesundheitlich alles okay? Wunderbar. Es war nicht Corona? Nein, es hätte können Corona sein. Ja. Ist es nicht gewesen, zum Glück. Omikron wirbelt gerade fest. Du bist auch am Drehen fest. Du drehst gerade eine Detektivserie, die im Herbst soll ins SRF kommen. Wie erschwert das deine Arbeit als Filmregisseur, dass da so ein Virus grassiert, das gerade so ansteckend ist wie selten eins? Bis jetzt zum Glück noch nicht stark. Jetzt gehen wir auf Basel, gehen den zweiten Teil der Serie drehen. Ich hoffe, das wird dort auch noch gut. Jetzt sind wir alle im Hotel oder die Hauptcrew. In Zürich waren die meisten noch nicht im Hotel, weil viele Filmtechniker halt in Zürich wohnen. Aber ich freue mich sehr auf Basel. Ich mag Basel. Seid der Zürcher, das ist schon mal ein guter Teppich gleich. Ja, wenn man jetzt Fußball nicht in Betracht zieht, ja, so meine ich es natürlich. Fußball aktuell gerade, wir wissen es nicht. Wir sind am Dienstagmittag, der Bundesrat hat am Mittwoch eine Sitzung. Vielleicht sagt er dann, Grossveranstaltungen müssen wieder ohne Zuschauer stattfinden. Man sieht es aktuell schon in der Bundesliga zum Beispiel oder in anderen grossen Ligen, dass Fußball wieder unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfindet. Vielleicht müssen wir da nochmal durch. Das war Horror. Das sieht aber schon nochmal aus, wie es nochmal kommen würde. Also wenn es alle anderen rundherum machen, ist die Chance hoch. Nein. Dass da, wir sind ja stimmt, wir haben ja den Schweiz beobachtet. Ja, das Sonderweg Schweiz, ja, gell? Wir beobachten. Gut, die Lage beobachten. Aber du findest auch... Schlimmst gefunden, ich habe kein Spiel mehr schauen. Fast, das war fußballfrei, wenn es keine Zuschauer hat, schaue ich nicht. Ich habe lustig, weil ich mich daran gewöhnt habe, dass wieder Zuschauer in der Stadien sind und dass der Lärmpegel und die Atmosphäre wieder da ist. Und wenn jetzt wieder Fußballspiel schaust, merkst du erst, wie schlimm es war, bevor die Zuschauer zurückgekommen sind? Von der Atmosphäre, das ist schon... Ich habe echt keinen Match geschaut, ohne Zuschauer. Ja. Und nur der Champions League haben sie dann noch den Dinge nicht tun. Der Klangteppich. Der war aber super gewesen. Zum Glück haben sie den nicht tun, das hätte ich auch nicht geschaut. Ja. Ich bin noch fast froh gewesen. Ja, wahrscheinlich, wenn es jetzt nochmal so wäre, dass man da wieder das Spiel schauen müsste, ohne Zuschauer. Ich glaube, die Umstellung wäre fast schlimmer. Weißt, so zum zweiten Mal, das erste Mal hast du noch gesagt, ja gut, am Anfang ist es noch etwas Neues, du hörst noch ein bisschen Spieler und es ist noch ein bisschen spannend. Ja. Dann wieder mit Zuschauer, so ist es eigentlich normal. Und dann wieder zurück, dann ist es so,
Ja, wenn, dann wird es nicht lang sein, weil wahrscheinlich ist die Omikron-Wand dann relativ bald durch. Ach, du bist ich bin ja Virolog, auf dem Gebiet. Epidemiologe, wie ganz viele auf Twitter. Ja. Kommen wir reden über Fußball oder vielleicht müssen wir zuerst über Eishockey reden. Du kommst von Rapperswil. Ja, ursprünglich schon, ja. Der SCRI steht, das ist eigentlich ein Eishockey-Stadt. Oder geht man den FCRI schauen? Ehrlich gesagt, ich bin ein Teil von meiner Kindheit. Ich hatte das wirklich als Fußball, ist das Loch gehabt, bis ich zum FC Zürich gekommen bin. Weil ich bin in Wangen, Schweiz aufgewachsen, dort war ich noch auf Reserve. Dort ist eben der Lucien Favre das erste Mal in mein Leben gekommen, also als Fan dann. Und dann so gut wie eine Erscheinung, dort ist der Lucien Favre das erste Mal in sein Leben drin. Als Kind war der der Grösste. Und ja. Meine, wir reden sicher noch über Lucien Favre. Dann nachher hat er, sind wir halt sozusagen, meine Mama war Lehrerin und hat dann zu Rapperswil weiter unterrichtet. Und seitdem bin ich bis 20, ja, bis ich in die Uni gegangen bin, in Rapperswil gewesen, und dort war Eishockey König gewesen, und da ich dann Post-Punk geworden bin, und das Uncoolste war für einen Punk Fußball. Das hat sich schon bis, ja, es hat ein paar gegeben wie die Toten Hosen, die das noch vereint haben, und dann ist eigentlich in der Zeit, bis ich fast ja, 30 war, bin, ist, hat es wenn ein bisschen Eishockey gegeben. Und aber Eishockey ist dann cool genug gewesen? Ja, das habe ich auch aufgegeben mit 20. Nachdem sie den dritten Rang im ZSC zugemacht haben. Ah, du bist auch okay, interessant. Weil ich bin ja ganz in der Nähe aufgewachsen, in Uerikon. Wir sind dann als Jugendliche am Mittwochnachmittag ins Unnhof natürlich. Ja. Ah, super. Dann sind wir auch hier. Der einfränkige Schwarz-Weiß-Selbstfötterli-Automat. Genau. Und wenn dann ins Lido Eishockey schauen. Ja. Und dort ist einer von den Sprechgesängen, wo mir jetzt noch im Kopf ist, Hallenstadion macht einen Puff daraus. Ja, das hat es ja gegeben. Hallenstadion. Ich bin mal im Zug schauen. Ah, sicher? Zelt, aber dort haben sie gesagt, das ist ein nationaler. Ja, ja, das ist nicht ein Rappi-Eignung. Nein, ich habe als Kind sehr viel Hockey-Match gesehen. Und als Jugendliche dann auch noch zünftig. Und dann, als ich dann auf Zürich gekommen bin, an die Uni gegangen bin, war natürlich das Hallenstadion viel angenehmer als die Rapperswiler Eishalle. Wegen dem dritten Rang? Oder? Ja, dort hast du können rauchen und Bier saufen. Und das hat es natürlich ausgemacht. Es war warm. Und die Sprüche von den ZSC-Fans sind denen von allen anderen Teams massiv überlegen gewesen. Ah, sicher? Ja. Punkto Niveau, oder wie? Ja. Okay. Ganz zu oberst im dritten Rang. Ja. Dort weiss man, das Niveau am höchsten. Ja, mit Abstand ist dort am höchsten gewesen. Und dann haben sie den ganzen Spass dann geschlossen, wo glaub, der Herr Frey dann den Verein übernommen hat und dann zu Lions wohnt, haben sie dann das zugemacht. Ja, spätestens mit dem neuen Hallenstadion ist dann fertig mit Rauchen im dritten Rang. Oder? Ja, ja. Dann sind dann die Teile, dann ist noch, die FCZ schauen. Ah, das sind ein paar gesehen später, ein paar Jahre später. Ja, da hast du ja können voraus im Letzten sitzen und das gleich wieder machen, ein Bier trinken und rauchen, das haben die wählen. Ist das, also es ist gar nicht darauf angekommen, was rundherum läuft. Hauptsache, man kann noch mit sitzen und rauchen und kiffen. Und es läuft Sport, wo man kann zuschauen kann. Und man ja. kann böse Sachen reinrufen. Ich glaube es, das ist so sicher ein wichtiger Aspekt dabei. Wir haben mal, also ich weiss nicht, ob die Theorie stimmt, mir hat jemand gesagt, dass die Junkies gerne Hockey haben, weil es, wenn sie drauf sind, gerne etwas Schnelles haben. Darum haben sie lieber Hockey als Fußball, das segnet es langsam. Sehr eine schöne These. Ja, frage schon, ob der Junkie nicht sich dann ein Billett leistet für einen Hockeymatch oder echt nicht das Geld anders wichtig. Also, es hat in den 90er Jahren gespielt, jetzt war die Langstrasse leer gewesen, aber die sind alle in die Halle gepilgert. Ja, irgendwie haben sie es noch geschafft. So haben sie also ihr Geld ausgegeben. Ja, genau. Die haben gar nicht, nicht wirklich etwas zu essen wollen, wenn sie gebettelt haben. Die haben nur wollen ein Ticket kaufen. ZSC ja. Für ZSC gegen Langnau. Da hast du mir einen Stutz geheißen, sie wollen noch ein bisschen Geld haben fürs Ticket. Es ist ein ZSC-Spiel. Ist aber eine spannende Theorie. Ja, dann sind sie im Fußball nicht so heimisch geworden. Ja. Ich habe wirklich leider keine Erfahrung mit Heroin, darum kann ich es nicht sagen. Wir können da jetzt ein Auto da, das so ist, dass man schnell das Zeug dann gerne Ich weiss es natürlich auch nicht, weil ich natürlich auch keine Erfahrung leider habe. Leider auch keine Ahnung. Aber was natürlich schon für ein geschlossenes Eishockey-Stadion spricht, ist, wenn du auf der Straße lebst, willst du vielleicht nicht noch unter freiem Himmel gehen, Sport schauen, dann bist du noch froh, wenn es mal geheizt ist. Und dann gehst du noch jemanden zu wo es Eis hat. Ja, aber ist das eine gute Idee? Also im dritten Rang. Aber ich mag mich gut an den dritten Rang. Geh doch ins Opernhaus. Erinnere, dort ist immer recht warm. Es war warm. Ja, es war wirklich angenehm warm. Okay. Und ja, es hat nicht eine Anmutung von der Hockeyhalle. Also wenn du auf Ambri bist, hast du gefroren. Mhm. Und im Hallenstadion hast du locker da drin gesessen und hast warm gehabt. Ja, um Schlafweg zu kloten, weiss ich auch noch gut, wie wir dort gefroren haben. Ja, das ist auch gefroren. Das ist auch gefroren. Ja. Aber sie hatten mal so einen Ballon, als ich Kind war. Und dann haben die Wetziger-Fans den aufgeschlitzt. Das war das Größte. Also, schlimmste natürlich für den, aber irgendwie rückblickend. Ja. Hast du einfach mit dem Messer, weißt du, ein Ballon, ja, so ein Stadion war ein Ballon. Ja, ja. Nach einem Wetziger-Fan da ein langes Messer genommen, das Ding aufgeschlitzt und dann ist die Höhle da unten gelegen. Und dann hat Rapperswil für die Zeit kein Stadion mehr gehabt. Das hätte man mit einem einfachen Messer im Clubstadion schliessen.
Das sind noch Zeiten. Das würde, glaube ich, durch keine Vorlage mehr durchgehen. Nein, 80er Jahre war es ja dabei. 80er Jahre. Die ersten Spiele, die ich gesehen habe, Hockey sind, ist noch Open Air gewesen, mhm. Noch keine Halle. So alt ist der Michi Steiner? Ja, ich bin 52 drum, ja. Ja, klar. Also du bist aufgrund von der Tatsache, dass das Stadion, das Hallerstadion dann irgendwann mal neu war und dass man nicht mehr können rauchen im dritten Rang, zum Fußballfan mutiert und in der Südkurve gelandet? Nein, überhaupt nicht. Nein, nie so stark. Nein, Fußball habe ich immer nur die deutsche Nationalmannschaft behalten über all die Jahre und das hat mich sonst eigentlich nicht interessiert, Club Fußball Schweiz. Bis dann der Lucien Favre auf Zürich kam, das Trainer. Das ist der Grund. Also komm, wir reden über den Lucien Favre. Aber als Spieler hat er dich schon auch... Ja, ich bin als Kind Servet-Fan gewesen, habe ich gesagt. Und dann hat der Fußball ist dann wie gegangen, ausser das Nationalteam, der DFB, der immer geblieben ist. Und im 96 mit dem Pascal Ulli von der Off-Off-Bühne die erste EM-Bar gemacht im Theater im Westend, wo deutschlandfreundlich war. Mhm. Die erste deutschlandfreundliche WM war. EM. Ja, und er funktioniert. Gerade Europameister geworden. Hat also total geklappt. Ja. Dann haben sie mir noch ein Ei, die Windschutzscheibe gerührt, wo ich gehupen bin an der Langstrasse, wo Deutschland Europameister geworden ist, mit meinem alten Alfa 164er. Als einziger in der Deutschlandfahne. Es ist 10 Sekunden gegangen, habe ich ein Ei, die Windschutzscheibe gehabt. Das war noch abenteuerlich für Deutschland in den 90er. Das ist schon so. Sie sind schon ja. Der Steiner rast, wir sind im Fall in 10 Minuten fertig. Der Steiner rast durch alle Themen durch. Also, philosophieren. In so einem Zürcher Hochgeschwindigkeitstempo. Also, zu Deutschland kommen wir noch. Lucien Favre, ist das so? Also, vielleicht bin ich einfach auch noch ein bisschen zu jung, aber meine. Und dann fragst du mich, wo genau gleich alt bin. Ja, du bist schon ein bisschen komisch. Meine einzige Erinnerung an Lucien Favre als Spieler ist ein aufgeschlitzter Oberschenkel. Nein, es braucht nichts. Also einfach das rüde Foul von Gabi Chapuisat. Ja, ist sicher nicht seine technisch hervorragendste Leistung von Lucien Favre, aber er hat mehr können als das Bein anheben beim Papa Chapuisat. Nein, ist ja vor allem darum auch so, hat er eine grosse Begeisterungsstürme ausgelöst, weil er so elegant gespielt hat und dann noch in dem eleganten Team von Servet, wo sehr attraktiv gespielt hat, sehr, auch sehr erfolgreich gespielt hat. Das ist aber genau vor unserer Zeit. Also du hast wahrscheinlich die grosse Blütezeit von Servet zu Ende 70er Jahre noch mitbekommen. Wir halt genau nicht mehr. Bei uns ist schon alles GC. Ein paar Mal Zweiter und dort, wo ich eigentlich Teenie geworden bin und dann Meister einmal. Ja. Also ich mag mich vor allem an die grosse Rivalität zwischen Servet und GC erinnern. Also Servet ist damals schon auch noch der grosse Also es sind Gegner die zwei Clubs gewesen, eigentlich, wo man die Meisterschaften ausgespielt haben, Servet und GC. Und es sind die zwei Clubs mit der schönsten Liebling, muss man dazu auch noch sagen. Das Servet also, das schönste GC ist du musst mich GC auch nie mehr in Frage kommen nachher, ist ja klar. GC hat sicher nicht das zweitschönste Liebling. Das Blau-Weiß, das teilt mit einer orangen Rückennummer. Sicher? Die orange Rückennummer ist erst ein bisschen später gekommen, oder? Ich kann mich nur an eine orange Rückennummer erinnern. Ich glaube, nur Servet hat schöne Liebling gehabt. Ja, ich glaube, damals hat wirklich nur Servet schöne Liebling gehabt. Und Bellinzona. Ja, dann bin ich auch selber Fan geworden, wahrscheinlich, weil schöne Liebling. Nein, Xamax hat eine schöne Liebling gehabt. Die Rot-Schwarz? Ja, früher, ja. Ja? Ja, aber Servet hat schon die schönste gehabt, mit Abstand. Ja. Also sagen wir so, einen zweiten Platz hat es nicht gegeben im schönsten Liebling-Contest. Also nur der erste kam nach dem 8. über weitergegangen. Aber das heisst, es sind zwei Sachen. Einerseits das Zügeln vom Hallerstadion ist in letzter Grund als Fan. Plus, dass der Lucien Favre dann irgendwann Trainer geworden ist beim FCZ. Ja, ja ich habe in meinem Umfeld Leute, die FCZ-Fans sind und schauen sind, viel. Und dann habe ich gefunden, dass jetzt gar nicht schauen kann. Weil jetzt ist der Favre. Ja, jetzt wird er sicher ein anständiger Fußball gespielt, was noch passiert ist. Aber mit Verzögerung, glaube ich, muss man sagen. Oder? Ja, nicht sofort. Also Tabellenletzte. 3 Jahre. Ja, zuerst mal gerade Tabellenletzte. Ja, das schon, aber man muss ja das System mal einführen. Oder? Ja, klar. Nicht viele Fans haben so viel Geduld, wie Zürich-Fans mit dem Favre hatten. Ja, zum Glück haben sie Geduld gehabt. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Ja. Und wenn du schönen Fußball hast, warum bist du denn Fan von der deutschen Nazi gewesen? Wegen dem schönen Fußball, denke ich. Nein, sag jetzt. Warum? In dieser Zeit. In den 90er Jahren. Ja, also natürlich. Du bist vorbelastet. Ja, ich bin erblich halb vorbelastet. Und dann das Zweite ist, wenn in dieser Post-Punk-Bewegung, wo ich drin war, wenn dann für etwas Fußballfan war, dann das, was alle nervt. Und das ist ganz klar Deutschland. Ah, mit dem hast du jeder hässlich gemacht. Das stimmt. Ah, sehr gut. Das war eine totale Anti-Haltung. Ich habe gesagt, das ist für Deutschland. Das ist etwas gleich, wenn du sagst, dein Lieblingsfarbe sei weiss. Also der Punk ist gegen all das, was die anderen sind, aber dafür für das, was all die anderen dagegen sind. Das könnte sein. Also in der Jugend ist das sicher eine Form von Rebellion gewesen, wo dann mitgetragen hat. Zudem habe ich, dass es eben als Schlusszeichen Halbdeutsche ist natürlich dann das noch reingelegt und hat dann auch Deutsche, die dann noch in die Schweiz gekommen sind, durch das sich Süddeutsche auch können verteidigen gegen Angriffe von Schweizer. Oder das war nicht mehr so ein Problem gewesen. Aber erzähl uns von dieser
Deutschland, also die erste deutschlandfreundliche EM-Bar in Zürich. Das hat geheißen, die war einfach ein Pflaster mit Deutschland-Libri und Deutschland-Fahne. Und ja, wir haben einfach gesagt, dass Deutschland-Fans willkommen sind. Wir sind ja sonst nie nicht willkommen gewesen, genau. Es ist aber nie explizit gestanden, dass sie nicht willkommen sind. Nein, aber es ist bei uns ist explizit gesagt worden, dass sie willkommen sind. Und die sind immer weitergekommen. Der Bierhof hat dann das Goal geschossen. Wie das erste Golden Goal, das es gegeben hat. Und dann sind dann einfach rammelvoll gewesen, weil immer mehr gekommen sind. Bei jedem deutschen Spiel hat sich da umgesprochen. Hey, doch hast du hier als Deutschland-Fan, das sind wir nicht in der Minderheit. Oder? Ist natürlich auch eine unglaublich gute Geschäftsidee, dass relativ eine grosse Bevölkerungsgruppe in Zürich damals schon, wo nie hin können, weil man sie nie will, dass denen es zu Hause ist. Ja, das ist die können Bier saufen, die machen Umsatz. Marketingtechnisch hervorragend. Ja, das haben wir gut gemacht. Das ist aber auch wichtig war, dass Pascal Ulli, der damals auf der Bühne auch finanziell geführt hat, der hat ja das Westentheater gemietet, oder? Und vom Theaterspielen sind es nicht so sicher gewesen, weißt du, die Namen. Und dann, das hat natürlich noch gut rein tun, die Sommerpause, dass das da drei Bühnen gehabt, wo der Leinwand gehabt ist, und das Fußball zeigt. Das hat dann gut Geld gegeben für die, ja. Es war dann auch eine Kulturförderung indirekt. Wie war es in dieser Zeit? Also heutzutage ist es ja gerade im Kulturkuchen, wo du ja auch daheim bist, ist es ja en vogue, dass man auch Fußballfan ist. Es gehört ja fast zum guten Ton, dass man irgendwo sogar regelmäßig in der Fankurve steht. Das war ja nicht immer so. Also, eben, ganz und gar nicht. Also Fußball war das Verpönteste bis. Es hat mich auch nicht interessiert, ehrlich gesagt, ab einem gewissen Alter noch. Wenn du einen künstlerischen Weg gehst, dann ist das wie ein bisschen ausgeblendet. Aber es ist eben mit Ausnahme, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, die Toten Hosen sind die einzigen bekannten Punkbands, die man gewusst hat, dass sie Fußballfans sind. Und sonst hat das nicht so viel. Wahrscheinlich aber schon, die englischen Punkbands, die haben wahrscheinlich schon zum einen Teil schon, Fußball. Die haben. So Half Man, Half Biscuit, ja. Haben die auch Fußballsongs gemacht. Schon. Alle. England war stärker in der Tour, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Es hat sich zum Teil reingezogen und zum Teil eben auch nicht. Das hat aber auch eine andere Seite gegeben vom Post-Punk und vom Punk, wo das komplett, also wie gesagt, hat Sport is War, meines der Shooting, Orwell, das ist unsere Philosophie und that's it. Ja. Komm, wir reden noch mal kurz über die FCZ, weil wir letztes Mal vor allem über den FC Basel geredet haben und wir noch nicht wirklich so richtig anständig gewürdigt haben, dass der FC Zürich mit relativ grossem Vorsprung nach der Vorrunde auf Platz 1 ist. Wie überraschend kommt das für dich, wo der FCZ doch ein bisschen verfolgt? Sie haben einen deutschen Trainer genommen, darum sind sie erst, klar. kann man es so einfach sagen? Logisch. Also wenn alle Clubs einen deutschen Trainer hätten, dann wären alle erst. Ja, genau. Das ist so einfach ist es. Genau. Nein, es ist nicht einfach so, dass heisst, du holst einen erfahrenen Trainer aus der Bundesliga und dann bist du Erster. Nein. Auch IB hat auch einen deutschen Trainer und ist auch momentan nicht Erster. Und hat auch schon ganz viele Rohrkrepiere gehabt als deutsche Bundesliga-erprobte Trainer, die da angekommen sind. Komm, Sami Hüppie war auch mal da, gewesen, sehr erfolgreich. Das war deutscher Bundesliga-Trainer. Also schon. Also. Er hat in der Bundesliga gespielt und er ist Trainer und er ist nicht Deutscher. Das stimmt. Muss ein Deutscher sein? Muss ein Bundesliga-Trainer sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Breitner ist einfach ein wahnsinniger Glücksfall, weil er glaube ich, der Mannschaft das Maximum rauszieht. Ich habe es zweimal gesehen spielen und ich finde, es ist recht schlau, was er macht. Also, wie er spielt. Was macht er denn aus deiner Perspektive, Meme, gut? Weil es ist ja nicht immer einfach, gerade wenn du von der Bundesliga kommst, wo alles fünfmal grösser ist, auch fünfmal professioneller, wo auch die Rahmenbedingungen viel, viel besser sind. Und du kommst in die Schweiz, klar, bei Basel mit dem Campus, die haben schöne Möglichkeiten. IB, glaube ich, ist auch nicht so schlecht zum Arbeiten. Aber dann, also wenn du gerade jetzt den FC Zürich anschaust, die haben einen Platz dort auf der Almend und irgendein verborgenes Büro in der Saalsporthalle und in der Garderobe. That's it. Also die Strukturen sind einmal noch nicht. So wie sie von der Bundesliga. Sie werden noch. Sie kommen neu über, ja. Aber ja, ich glaube, das ist schon für ein paar Trainer ist das fast schwierig. Also es gibt auch Trainer, die gehen sich wie so Spielphilosophie. Und man weiss, der Trainer, der spielt einfach so. Und der will immer so spielen. Und das teilweise funktioniert, dass wenn du irgendwie ein Trainer bist, wo du sagst, ich will wie der Celestini einfach immer super legendär, grossartig hinausspielen, dann funktioniert das auf einem gewissen Level. Wenn du aber in der Bundesliga natürlich hast, dann kannst du das mit wahrscheinlich allen Clubs machen. Aber wenn du dann mal aus der Bundesliga ein bisschen ausscheidest und dann nachher den nächsten Job annimmst, der ein paar Stufen drunter ist, dann kommst du irgendwie in die Superliga und willst das Gleiche machen mit dem FCZ, mit Luzern. Dann wirst du Schwierigkeiten haben. Wenn du einfach das Gleiche machen willst, wie du in der Bundesliga gemacht hast. Nur schon, weil du nicht den gleichen Staff hast, weil du nicht die gleiche Qualität von den Spielern hast. Und ich glaube, der Breitenreiter hat anders als andere Bundesliga-Trainer, die auch schon da sind, das ein bisschen weg da, was er vorher erlebt hat und gefunden, okay, was haben wir da für Spieler?
was haben wir da für Leute, wie kann ich die am besten rausholen und jetzt ein Rezept gefunden, das sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Also er kommt nicht mit einer Idee, sondern er kommt und schaut, was er hat, ja, und schafft mit dem, was er hat, und das macht er offensichtlich gut. Also die drei Spiele, die ich gesehen habe, sind alle verschieden variiert gewesen, jetzt auch von der Taktik. Gegen IB habe ich was gewonnen, das Klassischste gefunden, wie er sich wie zurückgezogen hat und nicht probiert hat, dort den Konter zu leisten, sondern einfach gewartet. Und das habe ich gesehen auch gegen St. Gallen und gegen Lugano, und sind alle drei wie anders gewesen. Und recht gut aufgestellt, und ich habe gefunden, klar, es ist natürlich, wenn du mal das Ding reitest, so das Gefühl, Erfolg, mhm, dann funktioniert dann auch vieles. Und das kann sehr schnell wieder abbrechen. Das ist ja die grosse Sorge von der FC-Fans bei uns in der Rückrunde. Scheiss Winterpause. Scheiss Winterpause. Ja, vielleicht auch nicht, dass das Momentum abbricht. Das Momentum hat vielleicht nicht mal etwas mit der Pause zu tun. Das kann auch das Momentum sein in der Mannschaft. Das ist ein «Sing when you're winning». Und ja, manchmal läuft es dann halt. Und manchmal läuft es dann halt nicht mehr so. Es ist, ich habe das nicht gefunden, es ist nicht eine Dominanz, die da gespielt wird. Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Taktik, und die funktioniert nicht einfach jedes Mal. Und das ist also, irgendwie kommst du dann schon ein bisschen, ja, das ist schon ein bisschen Sorge. Also der Anfang gegen St. Gallen ist also alles andere als ansehnlich gewesen. Das ist, also man kann schon sagen, sie spielen am oberen Rahmen von ihren Möglichkeiten aktuell, und das können sie eventuell nicht jetzt eine ganze Saison durchziehen. Also von den Spielen von Zürich, die ich gesehen habe in dieser Saison, das sind jetzt nicht alles Spiele gewesen, wo völlig klar war, dass sie als Sieger auf den Platz gehen. Ja. Ganz und gar nicht. Also nicht eins von denen, die ich gesehen habe. Aber er leitet sich auch ein bisschen darauf an. Er will nicht gegen, ja, IB mehr Ballbesitz oder IB, ja, dominieren. Das macht er überhaupt nicht. Er schaut, dass er mit schnellem Umschalt spielen kann, mit dem Sisai, der halt, ja, unglaublich schnell ist und gerade einen mega Lauf hat und jetzt nicht da ist. Afrika Cup, ja. Das hat jetzt extrem gut funktioniert. Aber viele von diesen Spielen hätten genau auch gut können in die andere Seite gehen. Also wirklich einige. Und ja, das wird vermutlich auch jetzt ein paar Mal passieren. Darum kommt es wahrscheinlich darauf an, wie sie dann in die Rückrunde stehen. Also sie haben 8 Punkte Vorsprung auf IB, 7 Punkte Vorsprung auf Basel. Sie können sich durchaus auch mal noch den einen, ja, oder anderen Ausrutscher, ja, leisten. Ja. Heisst nicht viel, Borussia Dortmund hat weiss nicht, wie viele Punkte Vorsprung von Bayern und dann am Schluss noch verloren. Ja, wie viel hat IB mal vor Basel? 13. Ja. 13 Punkte, ja, Vorsprung, man noch verspielt auf der FCB. Ja. Kann man machen. Kann immer noch passieren, ja. Und es sind noch so viele Spiele. Also. Ja. Und du spielst gegen deine direkten Konkurrenten noch je zweimal. Das kommt eben auch noch erschwerend hinzu. In anderen Ligen spielst du nur noch einmal, wo du eigentlich kannst dann direkt so viele Punkte verlieren, aber da noch zweimal. Mhm. Aber es ist die einzige Mannschaft, die jetzt gerade ein bisschen Wärme und Sonne tankt, die, mhm, ihr Trainingslager tatsächlich durchführt, in der Ferne, in der Wärme, in der Türkei. Alle anderen haben ja kurzfristig zum Teil noch abgebrochen. Macht das irgendetwas aus? Also, man ist schon klar, ist es geiler, irgendwie bei, weiß nicht, 15, 16, 20, 25 Grad zu shooten und sich vorzubereiten, als wie Basel. Ich glaube, Zermatt und dort hat es 7 Meter Schnee. Wahrscheinlich schon für alle, also ist wahrscheinlich auch noch etwas, wo du dich darauf freust, aus Trainingslager. Ich weiß es zwar nicht, also sind die wahrscheinlich schon relativ streng. Also es ist nicht so, dass die jetzt dort Party machen, irgendwo sind sie Belek. Ja. Also ist wahrscheinlich schon noch etwas streng, nicht, dass ich finde, yeah, Party, nein, wir haben wieder eine Woche Ferien. Ferien haben sie vor. Trainingsplatz hinter dem Stadion, da hast du mal die Infrastruktur gesehen, wo hinter Basel steht. Ja, sie haben ja schon ein bisschen Sonne können tanken. Die meisten sind ja in der Ferien gewesen, sind nochmal schnell in die Wärme gegangen. Und sie sind ja nicht mehr zurückgekommen, weil sie sich... wenn wir schon jetzt von der Bundesliga haben, Kevin Babu, finde ich eine interessante Geschichte. Kevin Babu als einer der ganz wenigen bei Wolfsburg, der nicht geimpft ist, der sich Corona holt, wo dann nachher immer so eine Spezialbehandlung braucht, auch wenn sie Auswärtsspiel haben, weil er ist nicht geimpft. Dann ist Winterpause, er geht auf Dubai, steckt sich ein zweites Mal mit Corona, kann nicht zurückreisen, weil halt Ausreisesperre für Infizierte, und verpasst einen Teil von der Vorbereitung. Also so gesehen gehst du gescheiter nicht allzu weit weg, sonst kommst du nicht mehr heim. Haben wahrscheinlich auch ein paar so gekannt gehabt, dass sie jetzt nicht wahnsinnig wild in die Ferien gegangen sind, weil sie wissen, wenn ich jetzt nachher in Quarantäne komme oder nicht mehr heimgehe, dann verpasse ich die Vorbereitung, nachher starte ich nicht mehr, nachher verliere ich vielleicht meinen Stammplatz, ja, an irgendeinen anderen, der dann gut spielt. Aber ich weiß nicht, ob das ist schwierig, ganz alle sich das wirklich so überlegen. Ich glaube, sie finden Robinson so. Crusoe hat sich das auch nicht so überlegt. Wer hat sich das nicht überlegt? Robinson Crusoe hat sich das auch nicht so überlegt. Hast du jetzt gerade den Kevin Babu mit dem Robinson Crusoe verglichen? Ja, beide ungeimpft. Ja. Solange er einen Freitag hat, das in der Bibel. Äusserlich haben sie auch einen ähnlichen Versuch. Ja, also. Absolut. Aber wenn du sagst Bundesliga, und wenn du sagst Dortmund, ist das dann gerade automatisch wieder Dortmund, weil der Lucien Favre dort drin ist? Nein, nicht unbedingt. Nein, ich habe Dortmund filmisch mal getroffen. Ich habe für Til Schweiger Film ein Rekord gemacht und habe den ganzen Ruhrpott kennengelernt. Und bin dann auf Dortmund gekommen. Das war so eine abgehalferte Stadt, die irgendeinen Charme hatte. Und dort habe ich einmal ein Spiel dann gesehen.
Und das war einfach die Energie von dem Stadion. Das Ding ist unglaublich steil gebaut und da kommst du drinnen und hast irgendwie das Gefühl, es war Ende 90er auch. Und dann, ja, dann haben die, glaube nur das am Samstag, die Shooter. Und sind dann alle in das Stadion rein und das hat auch zu Bist du schon mal in dem Stadion gewesen? Ja, und ich habe exakt die gleiche Erlebnis. Sogar gegen Schalke bin ich mal schauen. Ja. Ah, gut. Und dann, bist du da drin und dann es ist schon extrem krass. Also auch die Wand und alles, die Leute. Du hast 80.000 Leute, aber fast noch beeindruckend gefunden. Bist du dort, alles voller Leute. Und dann ist das Spiel fertig, das war auch mal ein Wochenende. Und dann gehen alle aus dem Stadion raus. Und dann gehen wir so wieder Richtung Stadt. Wir denken, gut, die 80.000 Leute müssen jetzt irgendwo sein. Nachher läufst du einfach durch eine Stadt und es ist einfach dunkel. Es ist überall dunkel, es hat fast keine erleuchteten Fenster und überall ist so zu vermieten, zu verkaufen. Es ist wie so einfach, es ist alles tot gewesen. Es ist wirklich erschreckend. Ist das dann Anfang Nuller gewesen dort? Nein, das war vor etwa, wann war das? 8 Jahre. Vor etwa Amt hat sich Jahre. Nicht gross geändert in dem Fall. Es ist, ich weiß nicht, ob es vorher war, aber ich kann nicht vorstellen, dass das immer so war. Wahrscheinlich war es früher vielleicht sogar immer noch besser als jetzt. Wann bist du gewesen? Was war das? 99. Nein, das ist mir genau so vorgekommen. Eine ärmliche Stadt, aus dem 9. ganz Kübel, also wirklich ein Kessel voll, wo tut die blöd. Und zack, bumm, hast du in der Kneipe hast noch zwei, drei Fernsehen gefunden. Aber es ist wirklich eine dunkle Stadt, habe ich gefunden. Ich frage mich, wo sind die Leute da? Ja. Das ist der Plot für eine Mystery-Serie. Ja, wo sind die? Immer nach Fußballspiel verschwindet man muss die Bevölkerung von Dortmund. Ich habe dann noch über ein paar Kontakte wie eine Berausfindung gemacht, die sagt, hey, du bist doch aus Dortmund, weißt, wo kann man jetzt noch hingehen? Wir laufen da jetzt in eineinhalb Stunden durch die Stadt, wir haben nicht einmal ein Beiz gefunden. Also nichts. Wir dachten, vielleicht sind wir völlig am falschen Ort. Und dann hat er uns dann beides angegeben. Und jetzt sind vielleicht auch zwei Leute reingeguckt. Und dann haben wir aber irgendwo an der Tür ist irgendwie so ein Schild gewesen, wie heute Keller offen oder so. Und dann sind wir dort mal runtergegangen. Und dort unten hat es irgendwie 200 Leute gehabt, alle am Tanzen gewesen. Sind. Die sind einfach sehr gut versteckt vielleicht. Ja, vielleicht auch. Wir haben einen sehr geilen Abend verbracht. Ja, das ist ein Stadtpark. Oh, holy! Ah. Sorry, ich habe einen Moment gebraucht. Ja, super. Nein, aber ja. Also der Plot wäre der, ein volles Stadion in Dortmund, 80.000 sind es, glaube ich. Ja. Revierderby gegen Schalke, eine riesige Stimmung, Spiel ist fertig. Und nachher durch Dortmund. Wo sind sie? So ist es mir vorgekommen. Also, als die Schweiz Togo gespielt haben, haben sie noch gefragt, warum schreit ihr da ein Nazi? Ah ja, natürlich schwierig. Das verstehen sie. Mittlerweile können sie das, glaube ich. Ja, jetzt verstehen sie es. Jetzt wird die Schweiz so regelmäßig an der. Ja, mittlerweile verstehen sie es, aber sie können es immer noch nicht sagen. Ja, das mit dem. Als deutscher Fernseher redet heute immer noch von der Schweizer Nazi. Ja. Sie können Nazi, das ist gerade ihnen nicht über die Lippen. Man müsste es wirklich auch anders schreiben, N-A-T-Z-I. Ja, wir schreiben doch nicht jetzt Nazi anders, damit die Deutschen es richtig sagen. Vor allem das Z innen finde ich ganz falsch. Ja. Stimmt, das ist nicht eine gute Idee. Nein, okay. Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Gut. Hast du es verschlimmert? Ja, okay. Es hat doch die Zeitung gegeben, die Kinderbeilage von der Nationalzeitung in Basel, die hat doch geheißen, der kleine Nazi. Wirklich? Ja, ja. Gibt es jetzt aber nicht mehr. Ja, wirklich so geil. Was war der kleine Nazi? So eine Kinderbeilage von der Nationalzeitung aus Basel. Aha, weil die Nationalzeitung. Ja. Also der Nazi schon mit T geschrieben dann wieder? Ich glaube, ich weiß es im Fall nicht. Ich wollte mich jetzt nicht aus dem Test rauslassen. Ich kann jetzt auf Basel drehen, ich finde es super. Du findest ja alles lässig. Frage mal. Was hast du für eine Beziehung zu Basel? Wie meinst du? Jetzt sagen wir ja beides. Du hast vorher gesagt, du magst Basel. Kulturell natürlich. Lässig. Basel, klar. Ich war oft an der Art. Zudem finde ich, dass Basler fast die Einzigen sind, die gut umgehen wie Zürcher. Da kommt schon ein schnelles Gespräch mit den Leuten. Also man kann sich auch anzünden und es kommt etwas zurück. Ja, und zwar angenehm. Ich habe es immer so erlebt. Ja. Ich habe Basler Freunde und ich habe es immer gut mit ihnen. Also jetzt auch vom Diskurs her. Nicht anzünden gemeint, sondern auch sonst. Ja. Das ist für mich so. Wahrscheinlich ist Zürich, sage ich immer, Basel ist die grösste Kleinstadt und Zürich ist die kleinste Grossstadt. Ungefähr so. Ja, können wir auch so stehen. Ja, das passt, glaube ich. Aber es lebt ja, also gerade so, auch im Fußball, es lebt ja von einer Rivalität. Es ist ja schön, wenn es die Rivalität gibt, wenn man sich anzünden kann. Wenn es auf dem Level ist, auf jeden Fall. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, das braucht es ja schon. Also es gibt ja, das unterscheidet ja dann einzelne Spiele von anderen Spielen, weil bei dem Spiel geht es halt gegen den Gegner, wo man besonders gerne eins auswischen will. Dann ist es etwas anderes, als wenn du gegen Nordstern spielst oder so. Ist dir Basel der liebere Rival als GC? Wie meinst du jetzt vom Fußball? Ja, als FC-Zettler. Ja, für mich jetzt schon. Ich finde die attraktivste Spiel ganz klar Zürich-Basel. Ja.
Oder umgekehrt, ja. Weil es ist wirklich eine Rivalität, die da um eine Vorherrschaft geht. Jetzt sage ich mal, im fußballerischen Sinn. Und es macht natürlich schon Spass. Sofort das Telefon abschalten, wenn du verlierst. Alle Basel-Freunde blockieren für zwei Tage. Stimmt, für Basler ist das eigentlich noch recht schwierig. Sie müssen sich jetzt in ein paar Jahren einen neuen Erzrival holen, oder? Nein, die finden ich genau gleich. Die finden ja, aber sie haben ja, weißt, also rein sportlich war es dann Zürich. Gewesen. Also nein, am Anfang noch GC, oder? Am Anfang, ja. Also Superliga-Anfangszeiten. Nachher ist es dann Zürich geworden. Das sind grossartige Duelle. Das ist so Cantalupe Cabanas. Immer ganz rote Karte. In der 90. Minute ist das einfach klar definiert. Ja, nachher ist es dann Zürich geworden, aber jetzt ist es natürlich IB. Nein, aber es ist Zürich. Immer noch, du sagst es immer noch Zürich. Die 90. Minute so. Die ist für den unvergessen. Das ist wirklich ein schönes Duell. Ja, ja. Das für die Eltern ist es natürlich immer noch GC. Es geht wie nicht weg. Meinst du? Das, ja. Also ich kenne ein paar ältere Basler und für die ist es GC. Ist GC noch? Okay. Ja. Immer noch GC. Ja. Ja. Du hast einen Sohn, einen kleinen, der ist nicht mehr so klein. Elfi, ja, und eine Tochter, ja. Und eine Tochter, hast du die Kinder auch schon sozialisiert mit dem FCZ? Klar. Musst. Musst. Das nimmt zum Fünfen dir ein anderes Stadion und hast verloren. Ist das so? He? Ich glaube schon. Vor allem sind sie Rapperswil-Jona-Fan. Zum Beispiel, ja. Ja, oder wenn du so viele Basler kennst, das ist mega gefährlich. Oder? Ja, ja. Das kenne ich auch nicht. Aber per Zufall, mein Bruder, der im Appenzell aussen wohnt, dem sein älterer Sohn ist Basel-Fan. Oder nur schon, das ist schon, das muss nicht von dort kommen. Es gibt auch andernorts Fans von anderen Mannschaften. Gefahr lauert überall. Ja, das ist ganz üble Gefahr. Ja. Im Appenzell ist natürlich noch neulich. Kennt ihr das Logo vom FC Appenzell? Nein. Es ist exakt das gleiche wie FC Basel, einfach mit dem A statt das B. Ah, das weiß ich gar nicht. Dürfen die das? Ich glaube, damals, 1932 oder so, hat sich das mit dem Copyright noch nicht so durchgesetzt. Aber die Basler sind schon zuerst. Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen FC Appenzell gibt. Das gibt es in dem Fall doch. Er hat nie jetzt mega gross sportliche Rolle gespielt. Offensichtlich nicht so. Sie haben, glaube ich, auch keine Frauenfußballabteilung. Das weiß ich einfach nicht. Aber das ist vielleicht nur das Klischee. Ja, vielleicht stimmt es jetzt darüber ab. Vielleicht erst wenn sie vom Bund gezwungen werden, ja, zum einen Einführen. Jetzt dürfen wir schon abstimmen. Jetzt hat es aber ein paar Appenzeller Witz gehagelt in kürzester Zeit. Oh ja, nein. Ja. Nehmen wir alle wieder zurück. Nehmen wir alle wieder zurück. Wie machst du das eigentlich, wenn der Sohn ins Stadion mal mitnimmst oder die Tochter, dann musst du nicht zuerst noch sagen, dass das die Guten sind und das die Bösen? Nein, schon am Anfang nötig gewesen. Gut, meine Kinder sind auch die ersten paar Jahre, also wir sind noch in Südostasien gelebt mit. Ne? Mhm. Dann war es schon wie ein Kulturschock gewesen, weil Fußball interessiert niemand in Südostasien. Philippinen schon gar nicht. Ja. Dort haben so ein Fußballcamp für europäische Kinder tun, wo er 4 war, um ein bisschen Shoot zu lernen, hat aber nicht interessiert. Ich bin 2014 noch da, das war das Schlimmste für mich gewesen. Weltmeister werden auf den Philippinen, auch sehr lustig. Morgen um 5 Uhr, du bist der Einzige, der Freude hat. Ah, und Deutschland. Trinkt, ja, klar. Ja. Und dann gehst du raus in die asiatische Großstadt und keine einzige ist mit dir am Feiern. Du bist ganz allein, sitzt so vor einem 7-Eleven mit einer Büchse Bier und hast das Fest von deinem Leben. Und aber sie haben es geschaut, aber sie sind nicht für Deutschland. Nein, gewesen. Sie schauen auch nicht wirklich. Ich habe extra so kleine EM-Bar gemacht bei meinem Nachbarn und wo ich dann so Fleiß verteilt habe, Botschaften mit ein paar Arbeiten. Ich habe gewusst, dass du die WM allein. Ja, so 1990 und 2014 war doch eine lange Wartezeit. Und dann, ja, bei einem Bier. Ganz allein. Ganz allein in Südostasien, ja. Und du hast nicht mit deinen Kindern teilen? Nein, also ja, aber das ist noch zu klein gewesen damals. Mein Bub war der 4. Und dann, als wir zurückgekommen sind in die Schweiz, dann habe ich relativ schnell zur Hand genommen in Lecce und habe gesagt, das ist FC Zürich, das sind wir Fan. So nicht anders. Ja. Es kann ja auch dort noch viel passieren. Es gibt ja auch Leute, die nehmen ihre Kinder ins Stadion mit. Und dann hat, weißt du nicht, beim Gegner spielt jemand mit einer lässigen Frisur oder sie hat, es kommt Servet mit einer schönen Liebli und dann hast du auf einmal verloren, obwohl du mitgenommen wegen einem anderen Team. Nein, da geht es dann schon ein bisschen darum, wie strikt bist du und wie glaubwürdig bist du und wie fest Angst haben sie von dir als Erziehungsperson, dass du sagst, ja, er sieht gut aus, aber wir sind FCZ-Fan. Mhm. Aber ich habe ein paar GC-Fans und unter uns ist das schon, also das ist schon das Lustigste, wenn du den Bub mitnehmen wie andere. Das ist das Hobby im Freundeskreis. Ja klar, ich kann schon mit dem Bub vor dem Sonntagnachmittag und gehen ihn so Tag auf den GC-Match. Oder umgekehrt. Das ist eine ganz miese Nummer. Das wollte ich gerade vorbeugen. ich habe das Gefühl, sie gehen ihn so. Ja, ja. Ja. Dann kommt er heim und ist plötzlich Basel-Fan. Oder GC. Oder GC. Also Zürich ist natürlich im Umfeld klar. Dann GC ist dort einer Ring. So. Ja. Also muss ich das meinem Vater vorwerfen eigentlich? Oder muss ich das meinem Vater sich vorwerfen lassen? Als, das hat er gemacht. Als FCZ-Fan, dass er nicht unterbunden hat, dass wir
einem Götti, glaube ich, ein GC-Liebli geschenkt hat. Und von dort an, weil es ja noch so ein schönes Liebli ist, genau, ist es natürlich gelaufen gewesen. Vielleicht, vielleicht bist du noch zu jung, um dich daran zu erinnern, aber vielleicht ist dein Götti auch mal mit dir in Zoo. Ja, genau, ich glaube auch, denkt dein Papa. Da müssen immer GC schauen. Immer GC schauen. Könnt ihr die Giraffe anschauen? Ja. Du hast noch mal können stehen. Schon der gewesen. Ja, wo es gar keine Giraffe gibt im Zoo. Da hättest du alle Alarmglocken sollen schreien. Ja, ja, der Giraffe. Nicht mehr so. Ja. Und, welches ist dein Lieblingstier gewesen? Der Claudio Sulzer. Schön. Das sind ja die Kontrollfragen, wenn ja dein Kind vom Zoo heimkommt. Ja, genau. Frag mal nach dem Lieblingstier, ja, ja, was es zu essen gegeben hat, ja, vor allem. Wie viel Mal ist die Eisbär rumgerannt? Ah, sehr schön. Und wann sind sie dann safe? Also wann kann nichts mehr passieren? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es ist Elfi, aber ich glaube, es ist schon. Ich glaube, die Saison im B hat sehr gut getan. Es ist recht viel gegangen. Ich glaube, wenn sie ein paar Spiele gesehen haben. Dann bist du. Wieso und sind recht viel gegangen in dieser Saison im B? Weil es so viel Goal gegeben hat, das habe ich gewusst. Das war klar gewesen. Das ist ein anderer Fußball. Also, ja, ja. Das hat Spass gemacht. Es ist schon lustig, dass so viele FCZ-Fans von dieser einen Saison in der Challenge League schwärmen. Ja, ja, ich glaube, viele GC-Fans hätten auch von einer Saison in der Challenge League schwärmt. Einfach die zweite ist danach. Ja. Aber es ist ja. Also ja, viel haben dort auch Freude gehabt. Erstmal mal wieder neue Gegner gesehen, natürlich. Immer gewinnen ist natürlich auch super, viel Goal. Und auch, vor allem wenn du auswärts gegangen bist, ist halt noch ein anderes Schauen, als in, ja, halt in der Super League-Stadion. Wenn du dann halt Zürich gehst, in Kriens, in Chiasso oder wo immer schauen, wo du mega nahe bist, kommst du halt viel mehr mit überall als jetzt in diesen grossen Stadien. Das stimmt. Schon, ja, mal das etwas anderes. Gut, ich meine, als Zürich bist du eh also so ein ja, Zentrumsfunktion, da kommst du mal ein bisschen B-Schweiz aus, für Schluss sein. Das geht ja, zum Schluss, jetzt haben wir schon abgezahlt. Das hat er nicht so gemeint. Das habe ich nicht so gemeint, genau. Kannst du ein bisschen, ja, ich SRF bei den Leuten machen, privat. Die Fußballfälle waren anders, lustig. Ja, ja. Das war wirklich ein guter Sonntagsausflug. Wo bist du denn zum Beispiel? Was immer gsi? Wohle, glaube ich, oder wie heisst es? Kaff. Also Wohle gibt es, ja. Ja, ja. Die sind Wohle, dort schon nicht mehr in der Challenge League. Sind die haben wir geshootet, ja. Das kann sein, ja. Ja, ja, ja. Das ist auf Hause. Ja, sowieso. Ja, lustig. Ja, es hat schöne Reise gegeben. Ja, schöne Reise. Das, ja, das ist wirklich so, aus Zürich kommst du nicht so raus. Du willst nicht, weißt nicht warum. Man könnte im Fall schon. Ich bin jetzt auch Zürcher und ich traue mich aber auch über die Stadtgrenze. Ja, nein, ich bin einfach zu faul im Alter. Das ist der sagt der Rapperschweiler. Ja, ja, das gut stimmt. Das ja, wer ist da in dieser Stadt nicht schon von da? Ja, das stimmt. Ich kenne fast niemanden. Ich kenne auch wenige. Also meine Tochter. Ich glaube auch ein Unterschied, den ich sehe zwischen Basel und Zürich, dass viel. Also Zürich ist schon ein Melting Pot von Losers oder Leute, die nicht dort sein wollten, die aufgewachsen sind. Mhm. Und das, die Funktion kommt Zürich zu in der Schweiz. Und das merkt man auch. Jetzt sagt es, ist eigentlich allen egal, was für ein Dialekt einer da redet. Es war nie ein Problem. Und in Basel merke ich schon mehr, dass sie einen gewissen Bezug noch haben, wo eben das grösste, also die grösste Kleinstadt. Sie haben so Sachen, die wirklich wie ein Chip drin sind. Als ich anfange, Drehort zu suchen, haben mir alle gesagt, du solltest da sein während der Fasnacht. Aber ich bin jetzt nicht da während der Fasnacht. Ich bin auch nicht da während der Fasnacht. Also, es ist so, das Fasnacht-Ding ist so eine hohe Glocke, obwohl ja ich noch nie da bin. Und das sind dann so Sachen, wo wir sagen auch nicht jedem kommt, du solltest da sein wegen der Street Parade. Und auch, vor allem mit dem 60 nicht. Nein, das sowieso nicht, aber ich meine, das ist ein Mittelalterbuch. Nein, aber das sagt, wenn schon, dann schon genau nie jemand. Oder? Ja. Nein, du bist einfach da. Ja, ja. Vielleicht, wenn du fragst, wenn du mit ein paar Freunden die Stadt zeigen und eine Party haben, dann sagst du, ja, dann kommst du vielleicht ums Three-Parade-Wochenende, weil dann hast du am meisten Möglichkeiten. Aber generell ist das jetzt nicht. Dann ist vielleicht das auch ein bisschen der Punkt, wieso dass die Bindung zu diesen Stadtzürcher Vereinen, gut, der FCZ hat jetzt doch noch treu, nicht ganz kleine Anhängerschaft, aber es ist niemals so wie in Bern und wie in Basel. Ja, das ist, glaube ich, schon mehr. Also dort ist ich sage ja immer, das hat sicher auch damit zu tun, dass die anderen halt ein Club haben, wo alle einfach dahinter stehen und es da halt immer drang war. Das macht halt schon recht viel aus, dass nur schon alle Aushängeschilder von irgendeiner Stadt, die können jetzt schauen, die können, wenn der FC Basel spielt, irgendein wichtiges Spiel hat, dann sind die alle in der Tribüne und der Federer ist da und ja, irgendwelche Stadtpräsidenten und alles und die Werbung dreht sich darum und sie haben Tramli gesponsert und alles Wüste. Und das kannst du halt da nicht machen. Da kann sich niemand öffentlich sagen, hey geil, FC Zürich. Ich glaube, dass Fußball und Eishockey da nicht so eine Zentrumsfunktion haben. Es gibt so viel anderes in Zürich. Also, aber das gibt's doch in das sagt man immer, in den anderen Städten gibt es doch nicht. Es gibt doch in St. Gallen, Brugg, in Baden, in Basel, in Lugano gibt es überall genug Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass sie keine andere Möglichkeit haben als Fußball. Was gibt es denn in Brugg? Und in Brugg gibt es auch Beizen und Bars, ja, und Theater und Kino und
einen Bahnhofsplatz mit einem Selektorautomat, wahrscheinlich. Also es gibt einfach genug Möglichkeiten, wie man sich betätigen kann. Es ist nicht so, dass Zürich hat vor allem vielleicht mehr, aber sie haben jetzt nicht... Also sie haben nicht wahnsinnig wahnwitzige Sachen, die man nur in Zürich erleben kann. Das ist mal Grundlage für eine Studie. Anhand von der Anzahl Selektorautomaten die Bindung von der Bevölkerung zum lokalen Fußballclub untersuchen. Ja, genau. Ja, aber das ist immer sagen, dass ja in St. Gallen logisch kommen die Leute schauen, weil sie haben ja sonst nichts. Das stimmt doch einfach nicht. Ja. Sie haben nur vier mit so Parkas mit Bahnflöten spielen in der Unterführung. Sie haben schon noch, in der Stadt gibt es noch anderes. Ja. Und auch gute Sachen gibt es. Also sie sind nicht gezwungen zum FC St. Gallen schauen. Sie machen es völlig freiwillig. Absolut. Ja, aber nein, die gehen zum Beispiel alle an die Olma, oder? Das haben die noch. Ja. Die Halle, damals war es 7, jetzt ist es glaube ich Halle 42. Keine Ahnung. Eigentlich ist nicht einmal abbrennt. Doch, ich glaube, die Halle 7 ist schon abbrennt. Ja. Nachher kommt es 42. Ich glaube, die heisst jetzt so 41. Ich bin zu meiner Schande einmal in meinem Leben da gewesen, als Jünger. Aber ich sage nochmal, es gibt schon immer... Aber ehrlich gesagt glaube ich schon, dass Zürich so eine breite mögliche Vielfalt hat und eben auch so ein Mix ist von Menschen. Dass es nicht so eine Zentrumsfunktion überkommt wie andere Dinge. Ja. Wir haben im Vorfeld, Mami und ich, darüber diskutiert, weil du als Filmregisseur heute da bist. Wieso gibt es eigentlich keine oder eher wenig wirklich gute Fußballfilme? Und zwar Spielfilme? Da habe ich eine einfache Theorie und ich glaube, sie stimmt, weil es den Live-Charakter nicht hat. Ich glaube, Fußball ist das Ding, wo, sage ich mal, auf dem Adrenalin-Level der geilste Live-Kick gibt zum Schauen. Ich persönlich habe nur zwei Sportarten gerne zum Schauen: das ist Fußball und Boxen. Das eine will ich selber ein bisschen machen und das andere einfach vom Kick her. Wenn wir jetzt raten, willst du, dass du machst? Ah nein, ich mache nur noch Boxen. Ich habe es gedacht, ja. Shooter kann ich nicht mehr. Also, Muay Thai ein bisschen. Aber das ist, wenn du es selber machst. Und zum Schauen, wenn du das machst, ist das interessant. Wenn du das nicht machst, das ist zum Beispiel auch beim Boxen vielfach, siehst du Sachen nicht, wo was trifft oder so. Ja. Und beim Fußball ist natürlich auch, das ist der grösste gemeinsame Nenner von allen Sportarten. Und das ist live, funktioniert das. Und ich glaube, Cool Running zum Beispiel als Bobfilm, das hat noch funktioniert, weil vier Aussenseiten Jamaikaner gehen mit dem Bobs Loch ab. Das ist spektakulär zum Schauen, weil es von den Charakteren her stimmt. Jetzt, aber Shoot ist eine ausgewiesene Mannschaftssportart. Ich bin sehr interessiert jetzt ich habe das Boxen noch erwähnt, weil das ein Einzelsportart ist. Oder? Jetzt kommt der Spielfilm raus, wo der Will Smith oder Papi spielt, von denen ist Williams... Töchter. Ja. Und die ganze Family-History, wie die zu den riesen Tennisspielern geworden sind, wird jetzt erzählt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich angenehmer zu sehen als Fußballfilm, weil es kollektiv ist, immer sehr schwierige Charaktere. Der Film funktioniert immer über Einzelcharaktere. Der letzte Fußballfilm, den ich geschaut habe, ist Tommy Orner hat gespielt, wie hat das geheißen? Manni der Libero. Gut, das ist jetzt das ist 1982. Ja, das ist aber, glaube ich, das Einzige, was ich jemals irgendwie noch. Also, ich habe mir überlegt, wie es immer heisst, der Fußball schreibt die besten Geschichten, dass es vielleicht extrem schwierig ist, da fiktionalisiert das Ganze noch irgendwie zuzuspitzen, weil in der Realität schon so viel Geiles passiert, dass das gar nicht nötig ist, das zu fiktionalisieren. Ich glaube auch, dass der Kick vom Live-Charakter ist so. Oder die Frage an, wie viele Fußballspiele haben die zweimal geschaut? Ja, er fragt nicht den Meme, aber er ja, ist ein Spezialfall. Ja, aber ja. Ein paar, ja, aber nicht viel, oder? Ja, nicht 100, nein. Ja, es gibt ein paar ausgewählt, oder? Ja. Das ist mir Deutschland, Brasilien und Schweiz-Frankreich. Das ist zum Beispiel der Live-Charakter, Schweiz-Frankreich-Spiel. So etwas habe ich noch nie gesehen. Jetzt bin ich über 50. Das ist eines der allergeilsten Spiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Einfach, und den Kitzel kannst du nicht nehmen. Die letzten 10 Minuten von dem Spiel, das ist so dermaßen da oben für dich als Fußballfan, dass dann einfach. Das bleibt dir dann wie hängen. Und dann, wenn dann ein Kinofilm etwas suggeriert, das nicht Wahrheit ist, weil das ist absolute Wahrheit in dem Moment, live und absolut wahr für dich. Hirn und für deinen und dramaturgisch ja gar nicht zu toppen, eigentlich, was bei Schweiz-Frankreich passiert. Ja, also schon zu toppen, könntest du dramaturgisch schon toppen. Könntest noch, aber es wäre alles wie unglaubwürdig. Voilà. Das ist so der Moment, halt, wo ein Live-Spiel hat, ein Live-Mannschaftsspiel hat. Und ich glaube, das ist im Fußball die stärkste Wirkung. Und darum ist es so schwierig, einen Spielfilm darüber zu machen. Wir haben schon ein paar Mal darüber nachgedacht und haben nach kürzester Zeit, etwa nach der Zeit, wo wir jetzt darüber geredet haben, das wieder verworfen und gesagt, nein. Ja, es hat schon etwas, weil was sicher so ist, ist, dass wenn du live ein Fußballspiel schaust und dann kommen so dramatische Ereignisse wie bei Schweiz-Frankreich, ist das so dramatisch, weil es ist nicht vorausgesehen, dass das jetzt passiert. Also es hat niemand können voraussehen, wie das genau läuft. Aber wenn du natürlich einen Film schaust, wo du weißt, der steuert jetzt irgendwie auf ein dramatisches Ende hin, und ich habe schon sehr viele Fußballfilme gesehen, und es ist bei 99% von allen der Fall, dass halt
hast du immer das Gleiche, weißt, eine Mannschaft in der Saison mit ein paar Aushängeschildern, die haben ein bisschen Ritze untereinander, dann gewinnen sie am Anfang, dann fangen sie auf einmal an zu verlieren und dann passiert wieder irgendetwas, dann geht es nochmal rauf und am Schluss kommt dann das alles entscheidende Spiel, das geht natürlich in die Verlängerung oder was auch immer und am Schluss gibt es irgendwie in der letzten Sekunde einen Wahnsinns-Fallrückzieher, der von 10 Seiten gezeigt wird, dann geht die Säckli auf oder ein Penalty, ein dramatischer, der zuerst noch am Pfosten geht und so. Also, aber und alles über, in Zeitlupe. Die Überraschung ist halt dann eigentlich gar nicht mehr da, weil du weißt, dass es wird passieren. Interessant für die Dramaturgie innerhalb des Spiels. Also, ich bin dort sicher gewesen, dass der Mbappé verschießt. Das habe ich eine Dramaturgie gefunden, weil du nimmst nicht den unerfahrensten und jüngsten das Letzte. Mhm. Also, das war mein Gedanke. Das ist Hast du jetzt den Mbappé als unerfahrener Spieler? Ja, aber doch in dem Alter schon, als an einem Turnier. Ich meine, mehr so von dem her. Hast du schon 5 Saison Champions League gespielt? Ja, aber bei WMs, nicht für das, ja, ja. Ist etwas anderes. Das habe ich das Gefühl, das ist ein anderer Druck, der noch kommt. Das sind Dramaturgien, die ich interessant finde, im Live-Spiel, innen eben. Und ich glaube, von denen wimmelt es, von denen so viel. Wenn er nicht eingewechselt hätte, wäre das. Wenn er den Vorschüssel hätte, sie nicht tun. Was auch immer. Das Wenn und Hätte ist, glaube ich, das A und O von Fußball-Dramaturgie. Und wo sich die Leute nachher darüber unterhalten. Und wie du sagst, das kann ein Spielfilm, wo eine gemachte Dramaturgie am Schluss hat, auch mit 20 Fallrückzieher in der Zeitlupe nicht toppen. Und das andere ist ja dann noch die ganze, wie sagt man das bei uns, Szenografie oder so, das ganze Bewegungsding. Du hast schon so viele Fußballfilme gesehen, wo es einfach. Also, man hat, ich meine, Ted Lasso, hast du in dem Fall auch nicht gesehen, die Serie? Nein. Dort machen sie es ja so. Sehr zu empfehlen an dieser Stelle, Ted Lasso. Wirklich sehr zu empfehlen. Gut. Dort hat es auch mal eine andere Dramaturgie, ja. Wir dürfen jetzt nicht zu viel spoilern, aber auch dort ist zum Beispiel, haben sie jetzt nicht immer wahnsinnig viel Wert darauf gelegt, dass alles wirklich Top-Fußballer sind. Du siehst dann auch so in den Bewegungen, ein paar können zwar sehr wohl, aber es gibt ganz, ganz, ganz furchtbar Schlimmes. Weißt, es ist wahrscheinlich, es ist fast unmöglich für Schauspieler, weißt, so einen ernsthaften Zweikampf zu machen oder sich richtig durchsetzen. Und die Leute müssen dann auch Fußball spielen können. Ja, sonst geht es ja gar überhaupt nicht. Ja, an dem scheitert es wirklich schon ganz, ganz viel. Ich sage auch die Rolle, die ein Fußball spielt vom FC Basel in unserer Serie. Haben wir gut besetzt und wir schaffen es gut herum. Ja. Aber das ist schon, das ist nochmal der Punkt. Du musst richtig gut besetzen, beide stimmen. Also was, in der neuen Serie, die du jetzt drehst, hat es eine Geschichte, wo ein Fußballer vom FC Basel eine Rolle spielt, also ein fiktiver natürlich. Ja. Es ist, also ist nicht der Valentin Stocker. Nein. Joris Grad wohl? nein. Was denn der? Ah, Joris kann shooten, ja, ich weiß. Der aber, hat im FC auch gespielt. Ja, nein, aber er hat jetzt nicht die Rolle gespielt. Ja. Du musst immer auf die zurückgreifen. Ja, die das Bein haben und können shooten. Ja, ja. Ja. Und dann machen sie es teilweise völlig lächerlich. Es hat den Film gegeben, Goal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war so eine Trilogie, ich glaube, es war auch noch von der FIFA gesponsert. Die Trilogie von einem Fußballer, der von Mexiko via USA dann zu Newcastle wechselt und so. Und da aber es war Auftragsarbeit von der FIFA, von dem gehört, ja. Ja, es ist halt mega überproduziert. Und die Choreografie, die fußballerischen, sind einigermaßen okay, bis auf, ich meine, du siehst den Junge, Muniz, der spielt die ganze Zeit und du siehst ihn immer so nahe aufnehmen und halt immer mit dem rechten Fuß, er kann halt nur mit dem rechten Fuß spielen. Und kann man noch drum herum schaffen, das geht ja noch. Und dann hast du halt die Dramaturgie, dass er dann in der letzten Minute im Abstiegskampf wird er noch eingewechselt als 18-Jähriger und schießt dann einen Freistoß von irgendwie 35 Meter und schießt dann mit links. Aha, nicht gut, so. Ja. Mega glaubwürdig. Ja, okay. Nicht gut, ja. Ich würde Anatol Taubmann gesagt, ich noch in einer Fußballer. Ja, unbedingt als Trainer. Oder als Trainer. Trainer. Ja, das wäre gross. Sehr schön. Als Trainer. Wie werde ich als Trainer? Ja, aufgeregt und wie er halt ist. Aber ich liebe Anatol. Also von dem her, ich kann mir das nur als grandioses schauspielerisches Feuerwerk vorstellen. Also ich habe als Kind immer die Bären sind losgeschaut. Das ist ja eigentlich gleich mit Baseball. Das kann ich nicht. Ja. Es geht immer um Mannschaftsgefühl oder in diesen Serien. Und das ist halt immer schwierig, wenn du eben das Live-Charakter nicht hast. Ich glaube, Filme und Fußball sind außer Porträts von Spielern. Das geht, Biografien geht ja dann. Und dann, es gibt wahnsinnig viele gute Docs, oder? Ja, klar, der Blick in die Kabine, oder, wo dann ein bisschen mit der Mannschaft mitgehst. Und der Hand of God jetzt. Maradona. Ist. Ja, das ist ein riesiger Film. Und es geht eben nicht um Fußball in dem Sinn, sondern es geht darum, dass der Maradona auf Napoli kommt und er eigentlich seine Kindheit erzählt. Und der hat ihm wahnsinnig gut gefallen. Also ist der Trick oder die Herangehensweise für einen guten Fußballfilm der, dass man einfach nicht über Fußball erzählt, sondern um alles drumherum? Ja, ist bei Ted Lasso eigentlich auch so. Ted Lasso ist genau so. Ja. Aber dann würde ich dir vorschlagen, also die wunderliche Reise von Goethe in die Arme der Chinesen.
genau. Zum Beispiel. Ja. Zum ja. Nähen kann man einen Stoff bleiben, den du schon mal verfilmt hast. Als Dokumentarfilm, ja klar. Könnte man probieren. Sie bauen ein geheimes Labor auf, so ein Virenlabor im Niederhasli. Ja. Und dann bricht ein Virus raus und geht Richtung Wuhan. Ja, weil wenn das würdest als Spielfilm machen, wäre es ein bisschen doof, weil dann würde auch sagen, es ist so unglaubwürdig. Aber das meine ich ja mit dem Fußball. Ja. Du kannst Fußball nicht fiktionalisieren, dass nachher niemand sagt, hey, völlig an den Haaren herbeigerissen. Weil es ist tatsächlich oftmals so. Oder Grounding, GC? Eine schwierige Frage. Es ist schon zu spät, sind ja eigentlich wieder aufgestiegen. Ja. Oder zu früh. Man weiß es nicht. Das Farmteam, oder? Vom englischen Verein oder sowas. Ah, oh, Farmteam, das sagt man nur so. Das ist eigentlich gar nicht so. Also, falls bis anhin, wenn wir es noch schnell anschneiden, falls bis anhin Zweifel da gewesen wären, das geht ja tatsächlich, das Farmteam ist von Wolverhampton. Jetzt sind spätestens die Zweifel endgültig ausgeräumt bei all dem. Warum? Was ist passiert? Ja, der Totti Gomez, der von Wolverhampton an GC ausgelehnt war, der jetzt schnell wieder zurück ausgelehnt wird, weil die Hälfte der Wolverhampton Wanderers halt am Afrika-Cup spielen und sie Spieler brauchen. Und sie schicken ihn dann aber Ende Januar wieder zurück zu GC. Sprich, die ganze Vorbereitung kann er jetzt mit GC nicht machen, weil die Wolves brauchen ihn gerade. Mhm. Oder der Kawabe, der von Japan über ich verstehe es immer noch nicht ganz. Das hat mit Punkten zu tun. Ja, das hat mit Punkten zu tun. Du brauchst eine gewisse Anzahl Punkte, um ein Arbeitserlaubnis zu bekommen in der Premier League. Und die hängt damit zusammen, wie gut das deine Liga ist. Du sammelst Punkte mit Einsätzen in der Liga. Du sammelst Punkte mit der Nationalmannschaft und mit internationalen Wettkämpfen. Und die hat er halt bei GC können holen und in Japan nicht. Jetzt hat er genug Punkte und tschüss. Okay. Und jetzt müssen sie schnell verpflichten, bevor, weil wenn dann jetzt eine City noch mit der Nazi nicht mehr spielt, verliert er wieder Punkte. Genau. Und dann können sie ihn wieder nicht mehr verpflichten. Also sie haben dann, also ein Konstrukt. Das ist relativ schwierig noch für das Teamgefühl, wenn das passiert. Das, ja, also für GC. Ja, ja. Also ich meine, das ist das ich weiss nicht, ob jemand schon mal in letzter Zeit auf dem Campus bei GC das Wort Teamgefühl ist jetzt irgendwie nicht das Wort, das regelmäßig gefällt. Das haben sie, glaube ich, nicht. Nein. Ich finde unser Teamgefühl im Moment gerade super. Leider sind wir schon am Ende von der Fernsehzeit und verabschieden uns jetzt von den Fernsehzuschauern. Bleibt aber noch ein bisschen bei uns, falls ihr uns als Podcast hört. Wir gehen in die Nachspielzeit. Von Challenge League bis Champions League. Der SRF-Fußball-Podcast Sikora Gisler. Wir haben noch gar nicht über den Afrika-Cup geredet. Was ist das? Also nicht, was ist das? Ist der jetzt? Ja, der ist jetzt. Also ist mein Glied in meiner ganzen Vorbereitung. Das heisst, schaut ihr das überhaupt so? Nein, ich habe früher. Musst du in der Nacht aufstehen? Ja, ja. Also nicht Copa America schaue ich wirklich höchst selten. Wenn, Afrika Cup habe ich immer wollen schauen. Und ich weiss noch, als ich noch jünger war und wir halt daheim nur zwei Fernsehsender hatten. Aber es hat einen in der Klasse gehabt, Joachim Bucher, der hat schon Satellit oder Kabel oder was auch immer gehabt. Und dort ist ein Sender gekommen, wo der Afrika-Cup übertragen wurde. Und er hat mir einmal die Afrika-Cup-Spiele auf VHS-Kassetten aufnehmen. Und die habe ich dann noch geschaut, weil bis am nächsten Tag hast du eh noch nicht gewusst, wie die Spiele ausgegangen sind. Und dann habe ich alle die noch geschaut. So viel zu deiner Frage von vorher. Schaust du Spiele mehrmals? Er hat sich ein Spiel aufnehmen lassen auf VHS und hat die am nächsten Tag. Ja, aber zum ersten Mal geschaut? Ja, zum ersten Mal. Ja, ich habe doch nicht gewusst, wie Burkina Faso gegen Namibia ausgegangen ist. Weil damals das Internet auch noch nicht so eine große Rolle spielt. Ich kann nicht schauen. Ich habe noch nicht gewusst, es ist wirklich noch neu. Ich weiß schon, was du meinst. Hast du wirklich einen Tag zurück? Du, nur schon eine Frage, was ist eigentlich noch in der reizvolle Idee, über den Tiz zu gehen? Also, wenn ich jetzt so müsste, wo findet das statt? In Kamerun, ja. Und. Das ist also ja, ich kann für alle Fußballreisende Reiseleiter. Für alle Ruf Fußballreisenden kann ich das als absolut super Highlight empfehlen, mal einen Afrika Cup zu besuchen. Hast du mal besucht? Ja, ja. Das hat immer wo zu wählen, also wie heißt die Dinge? Kommt auf in welchem Land, aber ja, die sind jetzt in Kamerun hat es glaubt. Ja, ja, die haben sich rübergerettet aus Südafrika. Ja. Aber es hat meistens hat es ja sehr, sehr, sehr wenig Zuschauer, wenn nicht gerade das Heimteam spielt. Also wirklich? Das Heimteam kannst du Stadion laufen, halb leer ist? So. Halb leer wäre schon recht optimistisch. Mehr so ein Zehntel gefüllt, wenn es wirklich höher kommt. Und du bist mal gegangen? Ja. Und wohin denn? Ghana. Ist das, und dann war es lustig gewesen? Das war das geilste Fußballerlebnis überhaupt gewesen. Cool. Also wirklich mit Abstand. Das kann man sich noch vorstellen, dass das irgendwie speziell ist? Nein, es ist absolut fantastisch. Also das Spiel, das Stadionerlebnis ist etwas völlig anderes als in Europa. Es ist einfach grossartig gewesen. Das Essen war super gewesen. Die Leute waren mega nett gewesen. Es war einfach ja, nur grossartig gewesen. Es ist halt ein bisschen doof, weil oft werden die Länder, der Afrika Cup auch in Länder vergeben, wo ich jetzt nicht unbedingt anreisen müsste. Nach Äquatorialguinea war es jetzt zweimal gewesen. In so ein Despotenländer, dort müsste jetzt nicht unbedingt. Ja, aber das nächste Mal ist der Côte d'Ivoire dort. Wer wirst du das? Das ist sehr interessant. Ja. Ja. Wann ist das nächste Mal in 4 Jahren? Jetzt in 2 Jahre. Jetzt, ist das alle 2 Jahre? Ja. Ah, das habe ich nicht gewusst. Nein, das ist wirklich. Lernt man etwas. Dort hat es Gianni Infantino abgeschaut.
Das mit mal zwei Jahren? Das mit mal zwei Jahren. Also, da, er hat wahrscheinlich auch einfach die einfache Rechnung gemacht, je mehr, desto mehr Geld. Ich weiß nicht, ob das ja, ob es beim Afrika-Cup so ist, weiß ich nicht. Rechnen hat er schon immer können. Sehr schön, auch ihre Corona-Regelungen, die sie haben am Afrika-Cup, das ist, weil auch Omikron grassiert auch dort und das Virus ist auch dort ein Problem. Und die Regelung ist, solange 11 Spieler negativ getestet sind von einem Team, wird gespielt. Okay. Also 11 sind relativ wenig. Also es sind das genauso viel wie es braucht. Und wenn von diesen 11 3 Goalies sind, voilà. Dann spielen zwei Verteidiger. Dann spielen zwei Goalie in der Innenverteidigung. Oder wenn alle 3 Goalie positiv sind, dann muss ein Feldspieler ins Goal. Ja. Das gibt schöne Spiele. Man kann es nicht einfach machen, haben die das auch mal gemacht. Der Letzte darf sie die Hand nehmen. Als Kind, ja klar. Ja. Der Hinterste darf sie die Hand nehmen. Ja. Ja. Gar nicht der, der die Hand schon hat. Nein, der Hinterste. Immer hinterst. Aber das finde ich grundsätzlich eine Regel, die man sich durchaus könnte überlegen, einzuführen. Ja. Eigentlich ist sie ja so. Also so wie zum Beispiel der Neuer seine Rolle interpretiert und auch andere Goalies sind ja eigentlich Feldspieler, die halt die Händchen nachhaben. Ja, aber es wird natürlich je nachdem, wenn der Goalie mal ausgespielt ist und ein Feldspieler es gar noch schafft auf der Linie, dass der dann den Ball in die Hand nehmen darf. Das ist gar nicht so. Ich weiß nicht, ob es viel anders wäre. Ja. Aber schön. Auf jeden Fall Afrika Cup, ja, auf jeden Fall. Also man muss jetzt nicht. Ich habe mich natürlich damals in meiner jugendlichen Naivität natürlich vorgestellt, nach dem ersten Auftritt von Kamerun halt an der WMs, habe ich mir vorgestellt, ich schaue die Spiele, das sind alles so super Zauberstückchen und mega schöner Fußball und so. Nein, das ist es nicht. Es ist, das meiste war sehr langweilig gewesen und auch jetzt nicht unbedingt gut. Und das ist, jetzt ist der Afrika Cup noch grösser, hat noch mehr Teilnehmer. Ja. Und es sind jetzt nicht sehr spektakulär, zumindest in der Gruppenphase, nicht zum am Fernsehen schauen. Im Stadion ist wahrscheinlich jedes Spiel grossartig zum Schauen. Ja, das glaube ich dir. Also, Elfenbeinküste. Interessant, Elfenbeinküste schreiben wir mal die Agenda, gell? Warum nicht? Und es gibt auch wieder lustige Geschichte. Jetzt gerade im Goal bei Senegal ist zum Beispiel der Seni Dieng gestanden vom FC Red Star Zürich. Ah. Der Bamodou. Der Bamodou ist ja der. Vom FC Dietiken, ja. Zweitliga Interregio, ist, glaube ich, sogar Captain. Das kann gut sein, ja. Ja, das ist halt der älteste Rat. Wahrscheinlich. Ja, gut. Also er war lange Captain von Gambia. Und jetzt wahrscheinlich immer noch. Ja, aber ist so immer geil, noch. Wenn FC Dietiken ein Nationalspiel hat, ist das super geil. Ja. Und dann steht bei dem Match-Telegramm, dann, wenn FC Dietiken gegen Austria spielt, steht dann der gambische Nationalspieler. Dietiken ohne Bamodou, Klammer Afrika Cup. Ja. Das ist geil. Klammer Afrika Cup. Ja, das ist super. Also, danke vielmals für den Besuch. Es war sehr schön. Ja, sehr lustig. Wunderbar. Aber gut amüsiert mit euch. Machen wir jetzt noch einen Fußballfilm? Ja, machen wir einen. Ich habe ja ein bisschen rausgespürt, dass die Serie, die er am Drehen ist, durchaus einen Fußballbezug hat. Hat wirklich einen, ja. Genau die eine Episode, wo ein Detektiv muss einen Fußballer überwachen, beschatten. Man muss finden, ob der moralisch integer ist für einen grossen Werbekund. So viel kann ich mir verraten. Wenn du da so viel verratest, das wird morgen, haut das gerade raus. Das ist so grossartig. Das ist ja Basel-Fan Michael Steiner dreht Fußballserie. Ja, ja, nein. So macht er es dann. Nein, Basel-Fan kannst du nicht schreiben. Ich habe schon ein bisschen das Problem. Also, das Problem habe ich nicht. Ich probiere mit dieser Serie die beiden Städte näher zu bringen. Ich habe die Hauptrolle Roland Wiesenegger besetzt, dass er ganz klar ein Zürcher ist. Mhm. Ich finde das Spannungsfeld der Dialekte noch interessant. Jetzt in dem Zusammenhang auch. Es war ja sehr schön, als Roland eingecheckt hat in Basel, dass Baselinnen ihn gerade erkannt haben und gefunden haben, Herr Wiesnecker. Herzlich willkommen in Basel. Yes. Aber spielt er dann einen Basler mit Zürcher Dialekt? Nein, er spielt einen Zürcher, der in Basel wohnt. Ah, super. Also, wo es nicht so viel gibt, aber wo zu der Serie ist, ist der Detektiv, der also, eine Schule aufmacht für Detektive. Ja. Selber schon ein bisschen angezählt im Leben. Ja. Und dann, gut, der Roland Wiesnecker kann nur angezählte Typen spielen. Und dann bildet er die Detektiven aus und die müssen dann verschiedene Fälle machen. Pro Episode gibt es einen neuen Fall. Und eben auf den Fall betrifft der FC Basel, der da kulanterweise sehr, sehr gut mitmacht. Und darum kann ich die Trainingsfelder eben auch angeschaut im Zusammenhang von dem und sehen, was für schöne Trainingsmatten die haben. Im Vergleich zu uns. Ja, das ist ein bisschen Unterschied. Aber wenn wir schon Fragestunde haben da bei Filmen machen. Ja. Fragestunde beim Filmen machen. Ja, das haben wir. Ist das nicht mega schwierig? Ist das nicht mega schwierig für Schweizer Filmemacher? Dass im Ausland gibt es ja auch unterschiedliche Dialekte. Aber ich habe das Gefühl, der Schweizer Dialekt so extrem presst. Also du hast da alle 5 Kilometer einen anderen Dialekt. Das macht es doch mega schwierig, zum Rollen
besitzen. Weil wenn du zum Beispiel eine Familie haben willst, dann geht es ja nicht, dass der Luzerner Deutsch redet und der St. Galler Deutsch und Basler hast. Du musst ja schon ein bisschen schauen, dass das irgendwie zusammenpasst. Aktuelles Beispiel Sarah Spale, wo Baseldeutsch redet, wo sich ein Berndeutsch angeeignet hat für Wilder. Und funktioniert das? Also ist bei ihr funktioniert es, ja, bei nicht allen funktioniert. Aber sagen die Berner auch ja? Gut. Souverän. Aber das finde ich voll dran zum Teil. Ja klar, ich habe ja Basler in meiner Crew und die fragen dann manchmal, ob es korrekt ist, was der Schauspieler redet. Weil dann redet es manchmal ja, Dialekt gleich schon. Mhm. Aber man kann ja Dialekt auch. Gewisse Schauspieler können gut Dialekt, andere nicht. Aber ich habe noch gerne, einmal jetzt auch in der Serie, die eine Basel-Serie soll sein, wo hauptsächlich Baseldeutsch geredet wird, eben, dass die Figur Süddeutsch redet und dann auch die Kommissarin als Bündnerin besetzt. Also ein bisschen aufgelockert. Ja, das kannst du ja, oder? Wenn du so die Rolle selber kannst machen, wenn du zum Beispiel eine Familie hast. Also ich weiß noch, ich glaube bei Lüthi und Blanc oder so ist das so gewesen. Das ist doch eine Familie mit etwa 200 Dialekten. Ja, das hat das Sinn gemacht. Ja. Nein, das Stil ist, probiert man natürlich zu vermeiden, wenn es irgendwie geht, wenn ein Schauspiel das könnte. Und dann schaut man schon bei der Besetzung, dass das eigentlich nicht passiert. Das ist schon die Idee, dass man das verhindert. Und natürlich, eben viele Schauspieler können mehrere Dialekte. Das ist noch praktisch. Ja, das ist sehr hilfreich. Aber ich gebe dir recht, dass die Schweiz hat einen extrem krassen Dialekt, Sprünge auf kurzer. Es ist halt, weil die SBB mit maximal 80 Stundenkilometer das Land tuckert, haben wir immer das Gefühl, das Land hat eine gewisse Grösse. Wenn, stell dir mal vor, die SBB würde Romans Horn gerne für ein Déjà-vu fahren, dann wärst du in einer Stunde wärst dann da. Und dann wirst du mal sehen, dann würde das mir direkt noch viel mehr auffallen. Ja. Aber du kannst jetzt mit der Schweizerischen Bundesbahn Zeit, du hast immer Zeitlupe fahren durchs Land. Oder wenn du dich bewegst mit dem Zug. Und mit dem Auto hast du nicht mehr als 120, das macht es extra, damit das Land auch grösser vorkommt. Aber wir haben doch Kampfjets. Ja, aber die hast du nicht benutzt. Das ist die schönste These vom heutigen Podcast. Sie machen extra 120 auf der Autobahn, damit das Land grösser wird. Ja, und Zeug. Du meinst, schau mal, die Franzosen plätzen mit 300 Sachen durchs Land durch. Ja. Und schau mal, wie schnell das. Ich sage immer, die SP macht, räumt sich immer, dass sie pünktlich ist. Hey, es ist im Fall kein Problem, im Schritttempo pünktlich zu sein. Du meinst also, eigentlich könnten. Sie sagen immer so, das Schienenmaterial gibt wahrscheinlich mehr her, oder? Aber wahrscheinlich könnten sie eigentlich mit 350 fahren. Aber sie waren es extra nicht, damit alle meinen, die Schweiz. Also ich, ja, nein, die Chinesen haben einen Brückbau von 60 km Länge und sind jetzt 2 Stunden schneller. Wir haben einen Tunnelbau von 50 km Länge und sind was? 15 Minuten schneller. Also ich sehe grosses Potenzial. Ich sehe Potenzial für einen Mobilitätspodcast. Genau, machen wir das. Ich sehe Potenzial für einen Filmpodcast. Frag die Fragestunde mit Meme Sikora. Genau. Ich bekräftige in dem Ding, dass es wirklich wahnsinnige Dialektdichte gibt und dass es uns einfach nicht bewusst ist, eben, ja, weil wir das noch nie so schnell durchkreuzt haben. Aber es ist ja auf dem Flachland wäre es ja möglich. Wenn du so Bergen anschaust, das habe ich beim Sennentunschen gemerkt, die Dialekte sind wirklich von Tal zu Tal dann noch unterschieden. Ja. Je mehr Hügel das drin hat, desto komprimierter kommt es noch. Ja. Luftlinie, ja, relativ Luftlinie, ja. Aber es mit dem Flachland ist wirklich eine Frage. Also, ja. Warum Berner, die wohnen ja 100 km von uns, Basel, St. Galler, das ist ja, alles. Die könnten alle Zürich-Deutsch reden, die wollen einfach die, nicht. Die lernen ja alle Zürich-Deutsch mit der Zeit, merkst du. Die wehren sich dagegen. Wobei, es nehmen nicht viele Zürich-Dialekte, wenn sie da hinziehen. Also Basler nicht, nein. Bündner schon gar nicht. Aber ganz Dinge, wo ich da eingetrüllt habe, schon. Weißt du, es ist nicht so, dass die Leute bewusst Zürich-Dialekt annehmen, aber gewisse Berner Kinder haben gewisse, übernehmen von Zürcher gewisse Ausdrücke, die in Dialekt hineinschleicht. Zum Beispiel? Weiß es auch nicht mehr. Aber ich habe immer mit den Berner Papis, mit den Kindern, wie die formuliert haben, beim Eugen abchecken, ist das wirklich das Berndeutsch von 60 Jahren? Und dann das ist ja noch 60 gesagt, Jahre. Ja, und dann hat Zürich gesagt, nein, das sagen sie heute anders. Und das ist nicht der Einfluss von Zürich. Es ist meistens ein Zürcher Einfluss, der dann in den Dialekt subversiv unterwandert. Also sie tönen dann zwar noch so ein bisschen, aber gewisse Worte sind dann nicht mehr, oder Formulierungen sind dann nicht mehr astrein. Das Verwässerung durch den Zürcher Dialekt ist tatsächlich im Mundart ein Problem. Ist Tatsache, ja. Also Zürichdeutsch ist eigentlich das Omikron unter den Dialekt. Ungefähr so, ja. nicht mit der gleichen Geschwindigkeit, aber... Ich glaube, wir haben schon so viel angerichtet jetzt in der letzten Stunde. Ich glaube, jetzt wäre ich vorsichtig. Ich kann es immerhin nur als Kranken bezeichnen. Das ist schon fair. Nicky, danke für den Besuch. Ja, danke euch vielmals. Schönen Tag wünsche ich euch. Sind wir näher am Fußballplatz eigentlich die ganze Zeit, oder?